Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wortvorstellung. Diesmal haben wir eine landwirtschaftliche Drohne bekommen. Fast 800 Liter in diesem kleinen Behälter. Entweder Pflanzenschutz oder Flü also Pflanzenschutz, Flüssigdünger. Geschwindigkeit 50 km/h. Braucht 50 Liter Diesel. Ist eingetragen. Okay. 370 PS. Farbkonfiguration haben wir auch. Und Reifenzaun. Das heißt, die Drohne, sie hat zwar Reifen, aber die sieht man nicht. Kostet 18.000 Euro in der Anschaffung, 918 im Leasing. Ist für PC, Mac, PS4 und XB1 erhältlich. Ist von Tilan, Erik, Team IWMM Agro Mods. Vielen Dank dafür. Also ich finde es lustig. Ist eigentlich sehr nice gemacht. Also, ich hatte schon was vorbereitet, mit brauchen wir sie nicht. So, und zwar haben wir vier Propeller. Da ist der Tank für Flüssigdünger oder Herbizid. Dann haben wir hier ein kleines Gestänge dran. Das ist nicht wirklich sehr breit. Dann haben wir diverse Lichter haben wir dran. Also da ist ein Arbeitslicht, denke ich mal. Hier vorne ist ein Licht. Und da ist ein Licht. Es ist eigentlich schön gemacht, ja. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und hören uns das mal an. Wie gesagt, sie fährt auch. Also W und S und so fährt sie. Ganz normal. Bloß man sieht keine Reifen. Dann habt ihr die Funktion auf Taste X das Gestänge auszuklappen. Und auf der linke Maustaste gedrückt halten. Nach oben könnt ihr sie anheben, also könnt ihr hochfliegen. Und andersrum natürlich auch wieder runter. Also ich finde es ein sehr geiles Gimmick. Ist cool gemacht. Gut umgesetzt. Natürlich in Ansicht auch. Auch vorhanden. Was können wir noch? Haben wir sonst noch irgendwelche? Ne, hoch runter ist klar. Ne, ansonsten nichts. Ich würde sagen, wir schalten die einfach mal an und fliegen mal los. Nicht ganz so hoch. Ich weiß auch nicht, wie hoch sie kann. Können wir ja mal ausprobieren. So, das ist Maximalhöhe, die sie fliegen kann. So, jetzt probieren wir einfach mal Animation aus. Also Blinker haben wir keine, ist klar. Aber wir haben Licht. Ist eigentlich cool gemacht. So, Taste B einschalten. Und dann könnt ihr mit einer Drohne düngen. Aber nur eine bestimmte Höhe. Weil ansonsten funktioniert es nicht. Wie gesagt, sie fährt, sie fliegt nicht wirklich frei. Aber trotz alledem, dass sie fährt, geschweige denn allein dieser Sound und sowas, ist echt gut gemacht, ist echt gut umgesetzt. Animation von Dünger ist auch nicht schlecht. Also das ist, wie gesagt, echt gut umgesetzt. Es ist immer die Frage, ob man es braucht, ob man es haben möchte. Aber auf jeden Fall
Effektiv. Also, wenn einer... Aber mir wird es, glaube ich, noch gefallen, wenn man... Ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist. Eine Kamerafunktion bei der Drohne. Oder wir probieren das gleich mal aus. Ich habe ja ein Mod drauf, wo man ein bisschen was mit ausprobieren kann. Ansonsten ist das echt gut gelungen. So, nehmen wir mal ein bisschen ab. Machen wir mal die Innenansicht. Also man kann schöne Bilder hinbekommen mit der Drohne, auf jeden Fall. Das ist echt schön gemacht, also gut ab. Wenn ihr den Mod auch habt, dann könnt ihr schöne Bilder von oben machen. Das ist echt cool gemacht, also... Was sagt die Lok? Die Lok ist fehlerfrei. Also könnt, ups, falsche Taste. Also könnt ihr sie euch ruhigen Gewissens runterladen. Ich würde mal sagen, mal einmal wieder landen. Schon gelandet. Also es ist sehr nice. Also nichts auszusetzen. Der Sound wie eine Drohne ist da. Einfach klasse. Vielleicht noch eine andere Funktion. Vielleicht Fotos oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es geht. Oder halt irgendwas anderes. Das wäre noch vielleicht schön. Also Jungs, schöne Arbeit gemacht. Kleines Gimmick. Passt. Ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Über ein kostenloses Abo würde ich mich auch freuen. 100 brauchen wir noch, denn kommen auch Gewinnspiele auf meinem Kanal DLC-Verlosungen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.